erste Abfahrt des Tages. Jawoll! Schon wieder, Digga! Was ist das? So, wir sind im Wald angekommen. Wieder hier bei der Local Jumpline, sag ich mal. Ja, mal gucken, was heute so geht. Hip muss ich heute auf jeden Fall wieder üben. Da habe ich ja letztens gute Fortschritte gemacht. Darf ich jetzt nicht einfach so aufgeben, wa? Also, erste Abfahrt des Tages. Let's go. Erste Abfahrt des Tages, Junge, ich glaube auch. Ich kann nicht mal Kurven fahren. Okay, wieder hoch. Nice. Ich bin ready. Jo. Jawohl. Jawoll! Lebst du noch? Alles gut? Ja, auch gut. Muss ich nachher schicken, alles, ey. Digga, Alter. Ich bin so hochgeflogen. Jetzt wieder alleine. Jetzt muss ich wieder mit der Kamera labern. Das sollte ich übrigens auch machen, wenn ich mit anderen Leuten zusammenfahre. Aber irgendwie komme ich mir dann voll bescheuert vor. Naja, dauert noch ein bisschen, bis das weggeht. Joa, ansonsten, so bis jetzt die ersten paar Abfahrten habe ich mich bei den Sprüngen schon ganz wohl gefühlt. Oh, jo. Nur lockerer werden. So, da geht's hoch. Ach ja, der Struggle von ich mache alleine eine Session. Jetzt habe ich unten mein Handy aufgestellt. Muss A hoffen, dass die Perspektive überhaupt passt. B, dass nicht irgendein Huhenzweig mit dem Fokus und mit der Belichtung scheiße macht. C, dass mein Handy überhaupt nicht umkippt, dass die Vorrichtung, die ich da aus zwei Stöcken gemacht habe, überhaupt stabil genug ist. Und jetzt kommt noch D. Jetzt muss ich natürlich überhaupt hoffen, dass der Sprung, den ich mache, so gut wird, wie ich es mir vorstelle. Hauptsache Kamera ist drauf. Rest juckt nicht. Oh!
Boah, jo, Alter. Ja, hier bin ich, glaube ich, gelandet. Wo kann man mit leben? Die Hip muss ja auch noch gemacht werden, ne? Wow, jo, einfach Gabel durchgeschlagen, Bruder. Ich glaube auch. Machen wir mal hiervon einen dazu. Lass mal wieder Handy aufstellen. So, die Zeit läuft, Kamera steht unten. Junge, die Hip macht so Bock. Ich muss nur aus dem Absprung heraus genug rausziehen. Dann sollte ich mich da eigentlich auch nicht hinlegen. Hier ganz entspannt. Oh, jo, Alter. Das war nicht so gut. Ich weiß genau, was mein Fehler war. Ich bin quasi schon so abgesprungen. Junge, Alter. Wieder Mach 5 gefahren, Alter. So. Naja, zumindest geht die Aufnahme scheinbar lang genug. Bin gespannt, ob ich überhaupt im ganzen Bild zu sehen bin. Leider sieht man, glaube ich, nicht, wie ich wegrolle. Das war ganz amüsant. Aber dafür war die GoPro ja an. Viel zu weit. Muss also viel mehr hochziehen. Er war fast in mein Handy reingeflogen. Junge. Was ist das für ein Sprung? Wie funktioniert das? Stabil. Okay, alles klar. Ja, nochmal hoch. Jetzt probieren wir, die Hip mal ein bisschen entspannter zu fahren. In der Vergangenheit hat sich entspannt oftmals allein für die Technik. Siehst du, das kriege ich hin. In dem Speed. Jetzt haben wir nochmal ein Stück höher. Mit der Technik der Drehung, sage ich mal, war ich noch nicht ganz zufrieden, aber Jucker. Fahren wir jetzt mal von hier. Eine Bike-Länge mehr. Junge, warum mache ich die Drehung nicht? Ich weiß warum. Put. Weil ich keine Pussy bist. Aber der Abstand hat zumindest schon mal gepasst. Ich bleibe erstmal bei dem Startpunkt. Und werde von hier aus weiter die Hip üben. Das war ja für heute angedacht, weil ich seit Tagen an nichts anderes denken kann. Super Hose gerissen. Gut gemacht, E-Bike. Auf. Luftig. Jawohl, Digga. Einfach nach links gucken. Einfach Schulter drehen. Und dann läuft das schon. Junge, wenn ich die jetzt immer weiter übe, ich schwöre, Sommer Whistler. Spaß. Habe ich leider nicht das Cash für. Also, du musst hochziehen, dann einfach nach links gucken. So schwer kann das doch nicht sein. Schon wieder, Digga. Was ist das? Oh, der war heavy. Oh. Miese Zeiten. Oh. Puh. Ich mach kurz ein Päuschen. Ach, filmt noch. Tschüss. Ja, diese Hips, Alter, die laufen irgendwie nicht so wie gedacht. Ich weiß, was ich falsch mache. Entweder ich drehe mich so gar nicht nach links oder ich drehe mich schon zu früh, sprich beim Absprung nach links. Und dann fliege ich halt so und lande halt total bescheuert, was auch Sinn ergibt. Ja, ich muss mich einfach ein bisschen konzentrieren, denke ich mal. Konzentrieren und das ein paar Mal machen, dann sitzt das auch irgendwann gut. Ich glaube, mein Lenker hat sich wieder... warte, irgendwas hat sich verschoben. Keine Ahnung, muss ich zu Hause gucken. Mal bitte, so, hallo, bis an, ja, gut. Also, ich muss mich konzentrieren. Erst hochspringen und dann zur Seite. Hochspringen und dann zur Seite. Nicht direkt zur Seite. Hochspringen, dann zur Seite. Hoch, abziehen, links, Schulter. Hoch, abziehen, links, Schulter. Ich schaff das. Ich schaff das. Ich bin ja nicht irgendein Kelp. Oder? Bin ich das? Nee, bin ich nicht. So, erstmal hier ein bisschen auf Spaß angelehnt. So, da unten ist die Hip. Hoch. Zur Seite. Wir machen erstmal wieder. Wir machen wieder. Guck mal, es hat letztes Mal hier nicht geklappt. Da machen wir jetzt wieder langsamer. Wenn das klappt, gehen wir wieder hoch. Und so machen wir das auf eine gesunde Art und Weise, ohne mich zu zerstören.
Siehst du, langsam funktioniert gut. Dann machen wir doch erstmal so weiter. So, nochmal von hier unten. Lieber langsam und dann technisch sauber, als weit hochgeschossen und dann jedes zweite Mal aufs Maul zu fliegen. Das bringt mich nicht wirklich weiter. Weil ich sehe gerade, mein Lenker hat sich, glaube ich, wieder verschoben. Ein bisschen. Oder noch vom letzten Mal, ich weiß es nicht. Naja, Jucker. Langsam klappt. So, hoch. Hä? Junge, ich werde aus diesen Hips nicht schlau, ne? Was ist das für ein Hund? Ja, Lenker ist krumm. Ich glaube, das ist nicht gerade das größte Problem gerade. Oh, so, jetzt komm nochmal. Guck mal, jetzt habe ich meine Schultern nicht gedingst. Das ist nicht gut. Aber warum ist das so, Jungs? Warum ist das so, ne? Woran hat es hier gelegen? Weil der Absprung nicht sauber ist. Ist der Absprung sauber, ist man entspannt in der Luft. Und ist man entspannt in der Luft, kriegt man entspannt die Kurve. So, jetzt nicht wieder Hose noch mehr aufreißen. Und nochmal. Sauber abziehen. Siehst du? Sauber abgezogen und ich habe sogar ein bisschen meine Beine einknicken können, so auf Kurve in der Luft angelehnt. So, ich glaube, jetzt habe ich den Code geknackt. Probieren wir es direkt aus derselben Startposition nochmal. Dafür muss ich die GoPro auch nicht ausmachen. Deswegen lege ich mich bei den Großen so aufs Maul. Weil würde ich mich bei der Geschwindigkeit, mit der ich die letzten Male angekommen bin, so abziehen wie jetzt gerade verhältnismäßig, würde ich ja keine Ahnung wie hochfliegen, Alter. Da habe ich scheinbar noch ein bisschen Schiss vor. Unterbewusst. Ah, jawohl. So, nochmal konzentrieren, ne? Vernünftig abziehen, dann klappt es auch mit der Drehung in der Luft. Jawohl. Ah, ja. Wir fahren jetzt noch einmal den Double nehme ich auch nochmal mit. Aber dann geht's nach Hause, weil irgendwie entweder ich bin gerade blind oder Schlaganfall oder was auch immer, aber irgendwie kommt mir hier gerade alles ein bisschen schief vor. Muss ich zu Hause in der Werkstatt nachgucken. Aber ja, also, keine Ahnung, wortwörtlich so langsam klappt die Hip. Nur halt, wenn ich da ein bisschen schneller gefahren bin und halt nicht vollen Herzens scheinbar abgezogen habe, hat es dann eher weniger gut geklappt. Aber naja, wir fahren jetzt noch zwei, dreimal hoch, zwei, dreimal runter, je nachdem wie der Lenker jetzt mitmacht. Hier sind noch ein paar Jungs mit dem Multitool, also wenn es ganz schlimm ist, kann ich nochmal festziehen, dann lässt sich nochmal fahren, aber ist jetzt eh schon langsam wirklich spät. Ein paar Mal fahren wir noch. So. Ne? Junge, ist einfach schneller als zu springen. Oh, jo, Alter. Gehkräfte. Jawohl. So kann ich nach Hause fahren. Mal wieder Hose kaputt gemacht. Ein bisschen weiter, aber nichts, was man nicht wieder flicken könnte. Oh, shit. Aber dafür gut. Fortschritt wird gemacht. Intensives Sektionstraining an der Hip muss auch gemacht werden, ne? Damit ich auch für die Bikepark-Tage gut ausgestattet bin. So, bin ich nochmal. Ich habe ja ganz vergessen, wenn ich ja YouTuber werden will, muss mir auch eine vernünftige Verabschiedung einfallen lassen.
Wenn euch das Video von heute gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Werde ich mich drüber freuen. Immer fleißig kommentieren, das hilft auch immer weiter. Ist ja jetzt nur eins meiner ersten Videos. Gerne schreiben, was ihr so in Zukunft sehen möchtet. Bin für alle Vorschläge offen und ja, gerne auch abonnieren. Wir sehen uns. Haut rein.